Die Vereinigten Staaten von Amerika, Arizona. Grüne Winter und ausgebrannte im Sommer Wüste an der Grenze zu Mexiko gelegen. 3000 Kilometer von der Hauptstadt. Ein idealer Ort für Gefängnisse, nirgendwohin wegzulaufen. Ein Gefängnis für Minderjährige hier auf der einen Seite. Dieses Gefängnis ist nur eines der Gefängnisse. Daneben ist das für die Einwanderer, das für das Militär, der aus dem Irak und Afghanistan zurückgekehrten. Hier wachsen Kakteen größer als ein Mensch und in der Nacht heulen Kojoten. Vor 20 Jahren wurde hier in dieser endlosen Wildnis ein orthodoxes Kloster gegründet, benannt zu Ehren des heiligen Antonius, dem ersten Einsiedlermönch in der Geschichte des Christentums. Es ist auf halber Strecke gelegen zwischen Phoenix und Tucson. Etwa 75 Meilen bis Tucson und 75 von Phoenix aus. Die Tatsache, dass ich hier in der Wüste Arizonas und wie die Amerikaner sagen, in the middle of nowhere, was so viel heißt wie am Ende der Welt, ein Kloster befindet, ist so unglaublich, dass es den Touristen immer noch wie eine Fata Morgana in der Wüste scheint. Obwohl es heute in Arizona die am zweithäufigsten besuchte Sehenswürdigkeit nach dem Grand Canyon ist. Es ist so wunderschön. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand in der Lage sei, eine solche Anmut inmitten der Wüste zu bauen. Wir fanden das Kloster, orientierten uns an den hohen Palmen, denn diese waren schon gut aus der Ferne zu sehen. Es war bestimmt eine Menge Arbeit nötig gewesen, um so etwas aufzubauen. Es ist wirklich erstaunlich. Wenn man hier so umherstreift, fühlt man regelrecht die absolute Ruhe. Ich bin eine Pilgerin und kam aus Australien hierher. Zuvor hatte ich keine Ahnung, dass es in Amerika überhaupt orthodoxe Klöster gibt. Ich komme nicht zum ersten Mal hierher und es fühlt sich immer an, als wäre ich auf dem Berg Athos. Der einzige Unterschied ist, dass mir hier als Frau der Zutritt erlaubt ist. Dieses Kloster und noch weitere 18 griechisch-orthodoxe Klöster in den Vereinigten Staaten und in Kanada hat ein einziger Mensch aufgebaut, ein Mönch vom heiligen Berg Athos, nämlich der Kirchenvater und Abt Jefrem vom Kloster Philotheo. Er lebt auch bis heute noch selbst hier. Jeden Tag empfängt er Menschen, die ihn aufgesucht haben. Mittlerweile wird er schon Jefrem von Arizona genannt. Pilger und Novizen reisen aus aller Welt an, um diesem außergewöhnlichen Kirchenältesten zu begegnen. Jefrem entsagte der Welt früh, bereits als junger Mann im Alter von 19 Jahren, begab er sich in die Lehre zu einem der strengsten Asketen und Eremiten auf dem Berg Athos, Josef dem Hesychasten, den man heute als Heiligen Vater verehrt. In seinem Buch »Mein Altvater Josef der Hesychast und Höhleneremit« erzählt Vater Jefrem anschaulich und im Detail, wie der Ausbilder ihn mit einer Axt gemeißelt hat. Tagsüber hat Jefrem bis zur totalen Erschöpfung gearbeitet, um dann jede darauffolgende Nacht unter freiem Himmel im innigen Gebet zu verbringen. Er litt unter Hunger und Kälte, ertrug jede erzieherische Demütigung durch den Altvater und übte sich in völligem Schweigen. Vater Jefrem hatte im Altvater Josef einen sehr starken geistigen Vater. Dieser schlief in einer Höhle und betete 6 Stunden lang am Stück. Ihm war von Gott gegeben, das Jesusgebet die ganze Nacht lang zu praktizieren, worin er auch seine Novizen unterrichtete. Ich lernte Vater Jefrem auf dem Berg Athos kennen. Zu der Zeit schlief er bereits auch auf dem Boden, direkt an der Tür seines Altvaters. In der Nacht, wenn jemand klopfte, ging er dann hinaus und pflegte zu sagen, warten Sie bitte, der Altvater betet oder der Altvater ruht sich aus. Heutzutage ist so etwas nicht mehr anzutreffen.
Vielleicht würde Vater Jephrem so sein ganzes Leben lang auf dem Berg Athos verbracht haben, um selbst wiederum eine neue Generation von Mönchen zu erziehen. Aber in den späten 70er Jahren sah er sich veranlasst, nach Amerika zu fahren, und zwar aus ganz weltlichen Beweggründen. So geschah es, dass er einst auf Empfehlung von Ärzten nach Amerika kam, um dort seinen verletzten Fuß operieren zu lassen. In dieser Zeit, während seines Aufenthalts in New York, kamen viele Menschen, um mit dem Athos-Mönch zu sprechen oder ihm zu beichten. Und viele von ihnen schätzten Vater Jephrem sehr für seine außergewöhnliche Wärme und Weisheit. Orthodoxe Christen aus ganz Amerika luden Vater Jephrem zu sich ein. Und so begann er, innerhalb der Städte der USA und Kanada herumzureisen, zu predigen und Gespräche abzuhalten. Ein solches Treffen im Jahre 1992 in Pittsburgh ist als Video erhalten geblieben. Wir haben die Aufgabe, uns vor der Sünde zu schützen. Sie selbst müssen die Kraft finden, Leidenschaften und unnötigen Beziehungen Einhalt zu gebieten, um sich vor der Sünde zu schützen. Ich habe einmal einen Fahrer in Griechenland gesehen, der auf der Heckscheibe seines Autobusses folgende Inschrift angebracht hatte: Bleiben Sie so weit in Entfernung von diesem Bus, wie Sie in Abstand zu Ihrer Schwiegermutter bleiben würden. So sollen auch Christen so weit wie möglich der Sünde fernbleiben. So wurde er sehr schnell bekannt als ein Mann mit enormer spiritueller Erfahrung, und die Leute fingen an, ihn jedes Jahr nach Amerika einzuladen. Und dabei hat er dann auch gesehen, dass viele von ihnen ein großes Bedürfnis nach spiritueller Führung hatten, diese nur nirgends zu finden war. George Chondropoulos war Mitglied der griechisch-amerikanischen Gemeinschaft, die Vater Jephrem in den 90er Jahren bat, ein Kloster in den Vereinigten Staaten aufzubauen und sogar die Mittel zum Erwerb von Grund und Boden zur Verfügung stellte. Wir haben ihn gebeten, hier ein Kloster zu gründen. Uns war das wirklich notwendig, denn unsere orthodoxe Kirche in Amerika war zu diesem Zeitpunkt im Verfall. Sie näherte sich mehr und mehr dem Protestantismus und dem Katholizismus an. Aber als wir dann über das Kloster sprachen, habe ich nie auch nur von so einem geträumt. Ich dachte, es würde ein kleines Haus entstehen, in dem wir uns zusammenfänden, um dort Tee mit dem Vater Jephrem zu trinken. Als Vater Jephrem zusammen mit dem ortsansässigen Bischof den Ort ausgewählt hatten, war ihnen sofort klar, dass dieser für das Vorhaben am besten geeignet wäre. Als sie gerade den Ort erforschten, hörte Vater Antonius plötzlich den Klang von Glocken, hier, inmitten der Abgeschiedenheit der Wüste. Er drehte sich um und sagte: Altvater Jephrem, ich höre Glocken läuten. Und dieser antwortete: Ja, ich höre es auch, aber sagen Sie ja nichts dem Immobilienmakler, damit dieser nicht den Eindruck bekommt, wir wären äußerst interessiert an diesem Gelände. Der Laienbruder von Altvater Jephrem hört auf dem Namen Papa Jephrem, was im Griechischen Eintracht bedeutet. So war das schon der Brauch seit der Zeit auf dem Berg Athos, obwohl er selbst zur Hälfte Amerikaner und zur Hälfte Indianer ist. Papa Jephrem war einer von 6 Mönchen, die sich hier vor 20 Jahren inmitten der sonnenverbrannten Wüstenerde von Arizona niederließen. Wir begannen einmal mit 4 Fertighäusern. Dann baute man eine Kirche dazu, ein Refektorium, Gästehäuser für die Pilger und noch ein paar Kirchen. Das Schwierigste war, sich an das Wüstenklima zu gewöhnen. Im Sommer herrscht hier eine extreme Hitze. Arizona ist ein sehr heißer Staat. Im Sommer liegen die Temperaturen hier bei um die 45 bis 50 Grad im Schatten, sodass für die Väter, die vom Berg Athos kamen, wo es zwar auch warm ist, ein solches Klima einen regelrechten Schock darstellte und unbegreiflich war, wie man hier überhaupt leben sollte. Von Beginn an wuchsen hier nur Kakteen in der Gegend herum, sodass wir alle Bäume mit unseren eigenen Händen angepflanzt haben. Der Altvater selbst hat auch daran teilgenommen. Auf dem Kopf trug er einen großen Hut als Schutz vor der Sonne und hatte eine Dose mit Farbe in der Hand, mit der er umherging und bestimmte Stellen am Boden mit Kreuzen versah. Hier einen Baum pflanzen, hier und da, und als er in die Stadt fuhr, um Bäume zu kaufen, sagte er: Wir nehmen von diesen hier 20, 20 von denen, diese da sind sehr gut, ja, 50 von diesen Bäumen hier, 10 davon, und auch von den Blumen nehmen wir, die sind ja sehr niedlich. Dann brachten wir alles hierher und er zeigte uns, was wohin zu pflanzen war. Eugenia Frenzi nahm früher zuweilen den Altvater Jephrem bei sich im Haus in Ohio auf. Später schloss sie sich dann auch der Gemeinde der Klosteraufbauenden an.
Dann wurde beschlossen, Wasser zu suchen. Es wurden Experten bestellt, die die Gegend hier untersuchten und konstatierten, hier muss man bohren. Vater Jefrem erwiderte darauf, nein, dort muss gebohrt werden. Die sagten darauf, nein, dort gibt es kein Wasser. Vater Jefrem blieb beharrlich, bohren sie dort, auf meine eigene Verantwortung. Sie bohrten daraufhin bis in eine Tiefe von ca. 800 Meter und kein Wasser. Vater Jefrem ordnete an, noch tiefer zu bohren. Sie gruben sich weiter und weiter vor und stießen schließlich auf die Ader eines unterirdisch fließenden Flusses. Das Kloster in der Wüste wuchs schnell. Der Bau zog immer mehr Orthodoxe aus ganz Amerika an, bis der Altvater Jefrem erkannte, dass ein Kloster allein nicht ausreichend sein würde. Und daraufhin gründete er noch weitere, eines nach dem anderen, alles in allem heute 18 Klöster, über die Vereinigten Staaten und Kanada verteilt, in New York, Texas, Florida, Washington, Südcarolina, Pennsylvania, Illinois, Kalifornien, Michigan, Montreal und Toronto. Die Führung aller dieser Klöster teilte Vater Jefrem unter seinen Schülern auf. Er sah, dass er allein der Bewältigung dieser Aufgabe nicht gewachsen war, dass Tausende von Menschen der geistlichen Unterstützung bedurften. Und da er wusste, dass seine Schüler in der Lage waren, den Menschen eine solche Hilfe zu geben, eröffnete er weitere Klöster in ganz Amerika, und so konnte jetzt jeder ein ihm nahegelegenes Kloster aufsuchen, wo er Ratschläge bekam und zur Beichte gehen konnte. Einmal erschien Altvater Jefrem Josef, der Chesichast, sein geistlicher Vater, und wandte sich zu ihm. Kuchiko, dies war sein Spitzname und bedeutete sehr klein. Josef ließ darauf in seinen Schoß 20 Orangen kullern und sprach, so viele Orangen ich dir mitgebracht habe, so viele Klöster sollst du errichten. Das heißt, es stellt sich heraus, es ist nunmehr nur noch ein einziges, das fehlt. Also sagen wir zu ihm, haben Sie keine Eile. Schließlich wollen wir ja, dass Altvater Jefrem für immer bei uns bleiben soll. Dieses Land ist geistlich ausgehungert und Gott hat uns den Altvater Jefrem gesandt, um den Menschen Hoffnung zu geben und sie zu vereinen in Gebet und Kontemplation. Die Pilger neigen in ihrer Wahl natürlich nach wie vor zu Arizona, dem größten orthodoxen Kloster in den Vereinigten Staaten. Gleichsam wie im 3. Jahrhundert der erste Mönchseinsiedler, der heilige Antonius von Ägypten, so folgen auch heute Koinobiten ihrer Berufung in das Kloster, das seinen heiligen Namen trägt. In der Nacht streifen die Mönche aus ihren Zellen in Richtung Wüste aus, um im Gebet ein paar selige Stunden allein mit Gott zu verbringen. So war das der Brauch in Zeiten auf dem Berg Athos, als sie die vielen nächtlichen Stunden der Gebetsregel gemeinsam mit ihrem Altvater Josef teilweise in ihren Zellen und teilweise draußen unter offenem Himmel verbrachten. Und dabei haben sie laut gebetet, weil es so einfacher ist, den Schlaf zu bekämpfen. Auch in diesem Kloster hat uns der Vater Jefrem von Anfang an geraten, das Gleiche zu tun. Hier nachts zu beten inmitten der Natur ist sehr bewegend. Hier ist ein solcher Kontrast zu spüren, das Kloster einerseits voller moderner Annehmlichkeiten, fließend Wasser, Strom, überall komplett ausgestattete Duschen für die Pilger und auch für die Bruderschaft. Andererseits begibst du dich auch nur 30 Schritte außerhalb der Klosterabgrenzung, ist rundherum wilde Wüste, wie schon vor 1000 Jahren, als unsere heiligen Väter lebten. Dem Gebet hilft das enorm. Stille, Friedlichkeit, saubere Luft. Zu den täglichen Prüfungen der Mönche in Arizona gehört nicht nur die brennende Sonne und Hitze, sondern auch die Lebensgefahr, der sie auf Schritt und Tritt ausgesetzt sind. Hier können sie hören, wie jede Nacht Schakale heulen. In den warmen Monaten von April bis Oktober gibt es Klapperschlangen und Skorpione. Zu uns ins Kloster kriechen sie nicht so oft herein. Nur vorsichtig muss man eben sein, sich nicht dort zu bewegen, wo keine gute Sicht ist, den Fuß nicht dorthin aufsetzen, wo man nicht sieht, oder mit der Hand dahin greifen, wo es nicht sichtbar ist, und eine Taschenlampe in der Nacht dabei haben. Mittlerweile streben hier 50 Mönche nach seelischer Rettung und der Garten Eden in der Wüste wächst und wächst. Dies hier ist unsere Zitrusplantage. Bitte, ich kann Ihnen eine Orange anbieten.
Hier sind Zitronen und die Grapefruits haben wir auch. Wir essen die bei unseren Mahlzeiten im Refektorium und geben auch den Pilgern davon ab. Das hier ist unsere junge Anpflanzung von Olivenbäumen, etwa aus dem Jahre 2006. Wir haben ca. 5000 Olivenbäume. Dort haben wir einen Weinberg. Es gibt auch ein kleines Weingut. Aber die Hauptsache ist, hier lebt seit der Gründung und bis auf den heutigen Tag noch der Altvater Jefrem. Der Ruf seiner außergewöhnlichen Gabe zum Gebet hat sich inzwischen bereits schon auf andere Kontinente hinaus ausgebreitet. Und seine geistigen Kinder geben über ihn ein vehementes Zeugnis ab, das eines lebendigen Heiligen. Ich selbst arbeite im Krankenhaus. Einst kam einer der Novizen, der sich im Kloster bei der Arbeit mit einer Säge schwer am Finger verletzt hatte, in die Chirurgie und sollte dort operiert werden. Und dann geschah ein Wunder, über das das ganze Krankenhaus gesprochen hatte. Ein Finger war schon ganz schwarz geworden, so bestimmten die Ärzte Tag und Zeit, an dem dieser amputiert werden sollte. Am Morgen vor der Operation kam der Altvater Jefrem gemeinsam mit dem Abt Vater Paisius ins Krankenhaus, um zu beten. Als daraufhin der Chirurg auf die Station zum Patienten kam und ihn untersuchte, brach er die geplante Operation ab. Die Hand, die vor ihm lag, war völlig gesund. Einmal sind wir mit dem Altvater Jefrem gemeinsam nach Kalifornien geflogen, um ein neues Kloster einzuweihen. Und während der Autofahrt sang er den Akathistos an die allerheiligste Gottesmutter. Er singt stets auf Griechisch. Etwa nach der Hälfte der Fahrt dachte ich so für mich, der Arme, er ist nun schon fast 70 und muss hin und her von Stadt zu Stadt reisen. Das ist ja fürchterlich anstrengend und ermüdend. Ich muss für ihn beten. Daraufhin öffnete ich mein Gebetbuch und begann leise vor mich hin zu beten. Jesus Christus, erbarme dich seiner, auf Englisch. Jesus Christus, erbarme dich deines Knechtes. Als ich gerade einmal so in Gedanken für mich den ersten Teil gebetet hatte, unterbrach der Vater Jefrem plötzlich abrupt seinen Gesang und fing an, auf Englisch mein Gebet weiterzusprechen. Und zwar mit einem starken griechischen Akzent. Lord Jesus Christ, have mercy on us. Lord Jesus Christ, have mercy. Man weiß ja, dass er überhaupt nur ein paar wenige Worte überhaupt in englischer Sprache kennt. Ich war zuerst schockiert. Am Anfang hatte ich sogar Angst. Er weiß alles, was ich tue, dachte ich. Und dann habe ich mich beruhigt. Ich tat ja im Grunde auch nichts Falsches. Dann am nächsten Tag fragte ich ihn so ganz aus heiterem Himmel, als wäre nichts geschehen. Vater, wenn jemand für Sie betet, wissen Sie das dann? Und er erwiderte, ja, mein Kind, ich weiß es immer und bin dankbar dafür. In New York hatte ein junger Mann einen Unfall und lag auf der Intensivstation. Die Eltern haben daraufhin Tag und Nacht im Krankenhaus verbracht. Als sie wieder einmal zu ihrem Sohn kamen, sahen sie, dass dieser wieder völlig in Ordnung war. Sie waren restlos davon überrascht. Der Sohn sagte ihnen, Vater Jefrem war heute Nacht die ganze Nacht bei mir, saß auf meinem Bettrand und hat für mich gebetet. Die Eltern dachten schon, er sei jetzt völlig verrückt geworden, weil es würde ja niemandem hier der Zutritt gewährt. Sie fragten die Krankenschwester und diese bestätigte, dass ein Priester in der Nacht da war. Darauf haben die Eltern ein Foto gezeigt von Vater Jefrem und sie sagte, ja, ja, er war da. Obwohl der ja verständlicherweise das Kloster in dieser Zeit nie verlassen hatte. Wenn ich zur Beichte angereist komme, sagt er immer zu mir, kümmere dich um deinen Magen, du hast einen empfindlichen Magen. Wie konnte er nur wissen, dass ich Magenprobleme hatte? Und vor kurzem ging ich vor der Beichte noch in die Buchhandlung und kaufte ein Heftchen, wie man die Bibel studiert. Und als ich mich dann schon vom Beichtvater Jefrem verabschiedete, sagte er plötzlich, es ist gut, mit dem Studium der Bibel zu beginnen. Oh Gott, wie konnte er nur meine Gedanken lesen? Das ist auch der Grund, weshalb wir in dieses Kloster kamen, um die Früchte zu sehen, die der Altvater Jefrem einbringt. Wo immer er auch auftaucht, er berührt die Menschen und sein Leben umgeben viele Wunder. Für mich ist er einer von drei Menschen, die Gottes Gnade und Heiligkeit innehaben. Was wir im Evangelium und in den Lebensberichten der Heiligen lesen, wird lebendig, wenn wir in der Nähe von Altvater Jefrem sind. Er ist für Amerika das, was der heilige Sergius von Radonisch für Russland ist. Sergius gründete ja auch zahlreiche Klöster, wie die Lavra, begründete und sicherte somit durch seine geistigen Kinder das Fortbestehen des orthodoxen Mönchtums in ganz Russland. Unser Altvater Jefrem macht das Gleiche hier.
Der Spezialist für IT-Technologie und Mitarbeiter von Intel, Sean Larson, bekehrte sich schon in den späten 80er Jahren zur Orthodoxie. Nach Erhalt seines neuen Namens bei der Taufe, Seraphim, änderte er diesen auch in seinem Pass ab. Als ich getauft wurde, daran kann ich mich gut erinnern, war es sogar oftmals schwer, zu orthodoxer Literatur zu kommen. Das Leben des heiligen Demetrius von Rostov war zum Beispiel nicht ins Englische übersetzt. Mittlerweile ist das ja alles ganz anders geworden. Sie können aus dem Leben der Heiligen lesen oder selbst Klöster besuchen, um dort mit der orthodoxen Kirche bekannt zu werden. Seraphim hat eine russische Frau, 8 Kinder und bewirtschaftet einen kleinen Bauernhof mit Ziegen und Hühnern. Vor 13 Jahren hat die Familie Larsen die Gemeinschaft derer, die nach Arizona zog, um in unmittelbarer Nähe des Klosters zu leben, bereichert. Zuerst hatten wir alle Angst vor Klapperschlangen und Skorpionen, aber unsere Freunde, die hierher gezogen sind, haben sich in der Regel gut eingelebt. Ein paar Jahre später, als sie, im Jahre 2002, sind auch wir danach gezogen. Das, was Altvater Jefrem zu uns hierher gebracht hat, ein Klosterleben in echter Berg-Athos-Tradition, das hat wirklich die entscheidenden Entwicklungen vollzogen für das Mönchtum in den USA. Und die Menschen haben jetzt einen Ort, um die wahrhaft echten Tiefen der Orthodoxie zu erleben. Die Oase in der Wüste hat hierher Dutzende von Übersiedlern angezogen, vor allem orthodoxe Griechen. Hier lebt Panos, ein orthodoxer Grieche, dort etwas weiter eine russische Familie. Alexei, Eugenia am Ende der Straße, Alexandra daneben und noch einige orthodoxe Familien. Wir schätzen sehr, in der Nähe des Klosters zu sein und wollen, dass unsere Kinder in einem orthodoxen Umfeld aufwachsen. Deshalb sind wir hierher gezogen. Johanna und ihr Sohn waren früher Eigentümer eines kleinen Restaurants in New York. Nach Arizona unter die Fittiche ihres Beichtvaters umzusiedeln, beschlossen sie nach den Ereignissen des 11. September 2001. Für ihn ist die menschliche Seele wie verschiedenartige Blumen. Jede von ihnen braucht eine besondere Pflege und Umgang. Und er liebt seine geistigen Kinder sehr, übrigens auch die ganze Welt. Dies ist mehr als erstaunlich, eine solche Art der Liebe, Aufmerksamkeit und Einfühlung. Viele kommen direkt zu uns ins Restaurant und sagen, oh, ihr guten Griechen, euer Kloster hat uns versorgt mit Essen. Oder das Kloster hat uns geholfen, unsere Miete zu bezahlen. Wir haben eine Menge armer Menschen in der Stadt und die Mönche helfen ihnen. Der größte Teil der Amerikaner, der in dieser Gegend lebt, sind nicht wohlhabende Rentner. So wurde auch für sie das Kloster zum Stützpunkt. Die Freundinnen Faye und Chris kommen hier zweimal im Monat vorbei. Sie erhalten kostenlose Lebensmittel. Sie helfen uns in der Regel mit Lebensmitteln, die wir täglich brauchen, und kümmern sich auch noch dann, wenn wir seelische Probleme haben. Als meine Mutter starb, kam ich hierher und die Mönche haben mit mir gemeinsam gebetet. Ich hatte damals eine Menge Unterstützung. Hier weist keiner jemanden zurück. Die Mönche sind sehr freundlich und wohlwollend. Stets fühlt man die Gnade Gottes und die Gegenwart des Heiligen Geistes. Der Altvater Jefrem kommt jeden Morgen nach dem Gebet aus seiner Zelle, steigt in den Wagen und fährt in die nächstliegende Stadt, auf die Jagd, wie man hier sagt. Er hat ein großes Mitgefühl mit den Armen, denn er selbst verlebte seine Jugend in Armut. Sogar für das Essen reichte oft das Geld nicht aus. Und jetzt fährt er jeden Tag los auf die Jagd nach den Armen, nimmt mit sich Nahrung, Geld und fährt los. An manchen Tagen kommt er zurück und verkündet, oh, ich habe heute 30 Menschen gesättigt, ich bin ein glücklicher Mensch. An anderen Tagen kehrt er wieder und sagt, oh, ich habe auf der ganzen Fahrt nur 2 Männer getroffen, ich kann es kaum glauben. Er liebt es sehr, den Menschen so zu helfen. Aber das Allerwichtigste, mit dem der Altvater Jefrem den Menschen hilft, und das in seinem hohen Alter von 86 Jahren, er empfängt bei sich täglich Scharen von Pilgern, nimmt ihnen die Beichte ab, gibt weise Ratschläge und teilt mit ihnen den seelischen Frieden, den er sich über Jahrzehnte in unablässigen Gebeten erwirkt hat. Ich erinnere mich, es kam gerade ein Paar von ihm und der Mann sagte, das ist ein Wunder. Wir waren überall, beim Therapeuten und wo sonst noch nicht alles. Und niemand konnte unser Problem lösen. Wir kommen hierher und im Laufe einer Stunde hat der Altvater Jefrem alles für uns entschieden. Er ist wie ein Magnet für Menschen und Mönche. Zieht verschiedene Charaktere an mit sehr unterschiedlichen Leidenschaften.
Vielleicht wäre es in einer anderen Situation sogar schwierig, solch eine Bruderschaft von verschiedenen Mönchen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Gewohnheiten zusammenzuhalten. Vielleicht wäre so ein Kloster ohne Altvater Jephrem überhaupt nicht möglich gewesen. Wie ein Magnet zieht er die Menschen förmlich an sich mit seiner väterlichen Liebe, mit freundlichen Worten, mit guten Ratschlägen. Obwohl er selbst keinerlei Erfahrung vom Familienleben hat, so weiß er doch um den inneren Kampf, der jedem Christen zu eigen ist. Ob er nun in einem Kloster lebt oder draußen in der Welt, der Altvater hilft den Menschen bei ihrem geistigen Kampf. Und wenn der Glaube gestärkt worden ist, so können die Menschen dann auch oft einfacher ihre Probleme lösen. Die Vereinigten Staaten von Amerika, ein Land der gewinnbringenden Konsumgesellschaft und des blühenden Erfolgskultes, hat der Altvater Jephrem aus den Quellen des reinen Christentums getränkt, die nun auch für alle zugänglich sind, die vom geistigen Durst gequält werden. Das Kloster des heiligen Antonius hat bereits Berühmtheit eines zweiten Berg Athos erlangt und der Altvater Jephrem von Arizona den inoffiziellen Titel Apostel von Amerika.